Welche Versicherung kannst du tatsächlich angeben bei dir in der Steuererklärung, dadurch effektiv Steuern sparen? Und auf welche Besonderheiten solltest du unbedingt noch achten, wenn es darum geht, Versicherung in der Steuererklärung anzugeben? Alle Infos dazu im folgenden Video. Ganz viel Spaß beim Zuschauen. Servus, hallo bei Versicherungen mit Kopf. Erst verstehen, dann versichern. Mein Name ist Bastian und hier auf diesem YouTube-Kanal gibt es wichtiges und praktisches Versicherungswissen in ganz einfacher Sprache. Das heißt, wenn du in Zukunft auch versicherungsfit werden möchtest, dann hier unten auf den Abonnieren-Button klicken, die Glocke noch aktivieren, dann wirst du informiert, wenn es hier neue Videos gibt. Solche wichtigen Videos wie das heute, wo es wirklich darum geht, wie du auch noch Steuern sparen kannst über deine Versicherungsbeiträge. Das heißt, du wirst in diesem Video erfahren, welche Versicherungen genau du hier ansetzen kannst in deiner Steuererklärung. Dann werde ich darauf eingehen, wo genau du das in deiner Steuererklärung angeben solltest und am Ende noch auf die entsprechenden Höchstsätze eingehen, quasi die Maximalbeiträge, die hier angesetzt werden können, was Versicherungsbeiträge angeht. Wichtig, es geht hier um private Versicherungen, die du als Privatperson hier abgeschlossen hast. Wenn du sagst, Basti, ich hätte noch gerne ein Video zum Thema gewerbliche Versicherung, wie das genau abläuft, wie kann ich die in der Steuererklärung ansetzen, dann gib dem Video hier ein Like. Ich habe gesagt, wenn wir 300 Likes haben, ja, dann mache ich da definitiv ein Video dazu. Darfst dem Video natürlich auch ein Like geben, wenn dir es einfach so gefällt und dir die Infos geholfen haben. Und wenn du schon Fragen hast zu diesem Thema, sprich gewerbliche Versicherung, Steuererklärung oder so, natürlich alles hier unten in die Kommentare rein. Und jetzt legen wir direkt los mit den Versicherungen, die du hier absetzen kannst. Fangen wir an mit den ganzen gesetzlichen Versicherungen, die du wahrscheinlich haben wirst. Also sprich, deine gesetzliche Krankenversicherung, deine gesetzliche Pflegeversicherung, deine gesetzliche Arbeitslosenversicherung und deine gesetzliche Rentenversicherung. Also alles, was quasi schon bei deiner Lohnabrechnung direkt weggeht. Diese Versicherungen sind grundsätzlich ansetzbar bei deiner Steuer. Gleiches gilt natürlich auch für diejenigen unter euch, die privat krankenversichert sind. Ja, auch hier grundsätzlich Beiträge zur privaten Krankenversicherung absetzbar und auch Beiträge zum Beispiel zu einer privaten Pflegezusatzversicherung. Private Rentenversicherung. Auch hier gibt es Varianten, die absetzbar sind, zum Beispiel Riester-Rente oder auch eine Basisrente. Auch hier gibt es dann Höchstgrenzen zu beachten, auf die gehe ich dann am Ende des Videos noch ein. Dann gehen wir weiter zur Berufsunfähigkeitsversicherung. Ja, eine der wichtigsten Versicherungen überhaupt, die du hoffentlich hast. Wenn nicht und du sagst, ja, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ich habe das eigentlich noch alles nicht so wirklich gerafft, hier meine BU-Playlist. Du findest nirgendwo ausführlichere Informationen zur Berufsunfähigkeitsversicherung als in dieser Playlist. Versprochen. Dann Berufsunfähigkeitsversicherungen, die kombiniert sind irgendwie mit einem anderen Produkt, also einer Rentenversicherung, zum Beispiel eine Basisrente, ja, nennt sich dann oft Kombiprodukt, auch hier steuerlich absetzbar, aber da gibt es bestimmte Voraussetzungen, dass zum Beispiel 51% mindestens des Beitrags hier in die Altersvorsorge, also sprich in diese Rentenversicherung reinfließen muss. Und ich persönlich bin da überhaupt kein Fan davon. Warum? Habe ich in diesem Video erklärt. Dann kannst du weiterhin absetzen deine Haftpflichtversicherung. Also sprich, deine private Haftpflichtversicherung, deine Kfz-Haftpflichtversicherung oder auch deine Tierhalterhaftpflichtversicherung, falls du vielleicht zum Beispiel einen Hund hast. Ja, auch die können hier abgesetzt werden. Und am Ende jetzt auch noch sowas wie Risikolebensversicherung oder Reisekrankenversicherung. Das sind jetzt mal die Versicherungen, die grundsätzlich absetzbar wären bei der Steuer. Dann haben wir noch so ein paar Exoten, also Leute, die zum Beispiel in freien Berufen arbeiten, Ärzte, Apotheker, Rechtsanwälte, die Beiträge zahlen zu berufsständischen Versorgungswerken, so heißt das Ganze. Auch das kann hier abgesetzt werden. Oder die ganzen Künstler unter euch, die in die Künstlersozialkasse einzahlen, auch diese Beiträge sind hier absetzbar. Das ist jetzt mal die Übersicht der Versicherungen, die grundsätzlich abgesetzt werden können bei der Steuererklärung. Sollte ich jetzt hier irgendeinen Spezialfall vielleicht noch irgendwo vergessen haben, ja, dann gerne hier unten noch ergänzen. Aber die erwähnten Versicherungen sind eben die, die meisten von euch betreffen werden. Und jetzt schauen wir uns an, wo du das Ganze angeben musst in deiner Steuererklärung, wenn du das jetzt zum Beispiel selbst machst oder vielleicht mit irgendeinem Steuererklärungsprogramm, ja, wenn du einen Steuerberater hast, dann wird der das für dich machen. Und das Ganze kannst du angeben unter Sonderausgaben und dann sind das Vorsorgeaufwendungen. Also Versicherungen, die genannten fallen hier unter Vorsorgeaufwendungen. Dann gibt es auch nochmal sonstige Vorsorgeaufwendungen. Das sind dann zum Beispiel so die Haftpflichtversicherung mit dabei. Ja, aber hier weißt du in dieser Sektion, dieser
Anlage musst du das Ganze angeben. Schauen wir uns jetzt noch die Höchstbeiträge an und bitte bleib jetzt hier noch im Video mit dabei. Warum? Weil diese Höchstbeiträge super wichtig sind und du dir teilweise vielleicht die Mühe sparen kannst, einzelne Versicherungen jetzt noch rauszusuchen, wenn du deine Steuererklärung machst und die anzugeben, weil du vielleicht schon diese Höchstbeiträge erreicht hast, das gar nicht weißt und es eigentlich keine Auswirkungen mehr hat, jetzt noch weitere Versicherungsbeiträge hier anzusetzen. Deswegen super wichtig, jetzt noch hier dran zu bleiben. Schauen wir uns erstmal das Ganze an. Bei den Rentenversicherungen, ja, die du auch hier absetzen kannst. Wir haben gelernt, gesetzliche Rentenversicherung kannst du angeben, Basisrente kannst du angeben, Riester-Rente kannst du angeben. Und hier ist es so, und es ist jetzt ein bisschen komplex, aber ich hoffe nicht zu komplex. Es gibt jedes Jahr einen Wert, den du ansetzen kannst, einen sogenannten Höchstbetrag. Ja. Der steigt in der Regel jedes Jahr. 2019 lag der bei, ich schaue gerade mal kurz, 24.305 Euro und jetzt aktuell im Jahr 2020 bei 25.046 Euro und im Jahr 2021 wird er wahrscheinlich wieder ein bisschen höher liegen. Und jetzt ist es aber so, dass du jetzt nicht direkt diesen Höchstbeitrag hier auch ausschöpfen kannst, nein, sondern aktuell im Jahr 2020 nur 90% davon. Das steigt jedes Jahr um 2% und erst im Jahr 2025 kannst du dann wirklich 100% von diesem Höchstbetrag ansetzen. Ich habe das mal kurz ausgerechnet für dich. Im Jahr 2020 wären eben diese 90% vom aktuell gültigen Höchstsatz 22.541,40 €. Das kannst du hier maximal angeben. Und warum ist das jetzt wichtig? Es ist dahingehend wichtig, du musst auf dem Schirm haben, was du schon an gesetzlicher Rente gezahlt hast, dann, was du vielleicht schon an monatlichen Beiträgen gezahlt hast zur Basisrente, und dann kann es sehr, sehr spannend sein, am Ende des Jahres, oder auch Riester-Rente, klar, weil hier auch mit reinfällt, und dann kann es am Ende des Jahres sehr, sehr spannend sein, mit dem Steuerberater mal zu quatschen und zu sagen, hey, was habe ich denn jetzt dieses Jahr alles eingezahlt? Haben wir noch Luft? Kann ich hier noch was ausnutzen? Ist noch ein bisschen was frei? Habe ich diesen Höchstbetrag noch nicht erreicht? Und wenn der Steuerberater dann sagt, ja, da ist tatsächlich noch Luft, dann kannst du hier nochmal eine Einmalzahlung, zum Beispiel deine Basisrente machen, was viele unserer Kunden halt machen, weil sie wissen, da kann ich das maximal steuerlich halt ausschöpfen. Und wir empfehlen dann auch unseren Kunden, holt euch da einen Steuerberater, weil das sind in der Regel halt gut verdienende Angestellte, Selbstständige, da ist das Thema Steuern halt nicht mehr so einfach, dass man das einfach mit der, keine Ahnung, mit irgendeiner Steuersoftware halt macht. Ich mache das schon lange nicht mehr so. Ich bin ja auch Selbstständiger. Ich habe einen Steuerberater mit am Start. Den kann ich euch übrigens auch empfehlen. Der ist nämlich auch hier auf YouTube. Das ist der Roland von Steuer mit Kopf. Hier oben mal seinen Kanal verlinkt. Supergeile Steuerinfos. Unbedingt mal abchecken und abonnieren, wenn dich das Ganze interessiert. Und das ist hier eben relevant, was die Höchstgrenzen angeht bei den Rentenversicherungen. Gerade noch allgemeine Zusatzinfo, Riester-Rente, hier ist das auch gedeckelt auf 2.100 Euro im Jahr inklusive Zulage, was du überhaupt hier geltend machen kannst. Wenn du mehr einzahlst, kannst du natürlich tun, dann wirkt sich das steuerlich aber nicht mehr aus. Monatlich runtergebrochen sind das 160,42 € im Monat, falls du gerade nur deinen monatlichen Beitrag im Kopf hast. Und jetzt müssen wir uns noch die Höchstbeiträge anschauen für die Versicherungen, die unter die sogenannten sonstigen Vorsorgeaufwendungen fallen. Welche Versicherungen sind das? Das ist eine Krankenversicherung, egal ob gesetzlich oder privat. Das ist die Pflegeversicherung, das ist die Arbeitslosenversicherung, das ist deine Berufsunfähigkeitsversicherung, also deine reine Berufsunfähigkeitsversicherung und zum Beispiel deine Haftpflichtversicherung. Ganz wichtig, hier gibt es eine Unterteilung zwischen Angestellten und Selbstständigen. Der Angestellte hat einen Höchstbeitrag pro Jahr von 1.900 Euro, den er hier ansetzen kann. Der Selbstständige hat 2.800 Euro. Jetzt kommst du vielleicht schon relativ schnell auf den Trichter. Moment mal, ich bin Angestellter, 1.900 Euro im Jahr. Was zahle ich selbst an gesetzlicher Krankenversicherung? Da komme ich ja schon drüber. Ja? Da habe ich ja diese 1.900 Euro schon voll ausgeschöpft. Und genau das ist der Punkt. Falls das bei dir der Fall ist, dann brauchst du dir nicht die Mühe machen, noch deine Beiträge zur Berufsunfähigkeitsversicherung rauszusuchen, ja, oder zur Haftpflichtversicherung. Das wird sich nämlich nicht mehr auswirken, weil du einfach diesen Höchstbeitrag schon erreicht hast. Gleiches gilt natürlich für den Selbstständigen. Wenn ich meine PKV-Beiträge anschaue, die ich zahle, ich bin privatkrankenversichert, da habe ich diese 2.800 Euro im Jahr locker drin. Und jetzt gibt's noch eine wichtige Info.
Krankenversicherungsbeiträge kannst du dennoch in voller Höhe ansetzen, auch wenn die über diese Werte, die ich gerade eben hier angesprochen habe, drüber gehen. Bei Privatkrankenversichern ist es nur ganz wichtig, da kann man nicht jede Leistung mit ansetzen, sondern quasi nur das, was quasi auch der Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung per se entsprechen würde. Das ist noch eine kleine Zusatzinfo, nur für dich wichtig. Okay, selbst wenn deine Beiträge ja, dort drüber hinausgehen, über diese Höchstwerte, kannst du das krankenversicherungstechnisch dennoch ansetzen. Nur eben halt kannst du keine weiteren Versicherungen mehr hier ansetzen. Und das spart dir Zeit und Aufwand. Ja, wenn du das selbst machst, brauchst du das Ganze hier nicht raussuchen. Ja, und so sieht das aus mit dem Thema Versicherung und Steuern sparen. Ich hoffe, dass du bei deiner nächsten Steuererklärung diese Infos anwenden kannst. Vielleicht hast du das auch schon gemacht. Schreib mal hier unten rein deine Erfahrung. Wie viel Kohle hast du vielleicht schon mal zurückgeholt bei deiner Steuererklärung, genau eben durch das Angeben deiner Versicherung? Welche Tipps hast du noch für andere? Alles mal hier reinschreiben. Ich freue mich drauf und noch mehr werden sich natürlich die anderen freuen, die diese Videos hier anschauen und deinen Kommentar lesen dürfen. Wenn dir die Infos hier gefallen haben, wenn die hilfreich waren, gib dem Ganzen hier noch einen Daumen hoch, abonniere natürlich noch den Kanal, dann sehen wir uns wieder im nächsten Video mit weiteren wichtigen Versicherungsinfos, Versicherungsnews. Ich freue mich schon drauf, wenn du am Start bist. Und wenn du Instagram hast, findest du mich auch dort, Versicherung mit Kopf, da gibt es jeden Tag Updates. Bis dahin, ich wünsche dir alles Gute, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.